Zu Gast in Dubai, Stadt der Superlativen und Autoverrückten. Die PS-Profis Jean-Pierre Krämer und Sicken Hoffmann haben heute einen klar definierten Redaktionsauftrag. Such die drei krassesten Autos Dubais. Von Porsche über Lamborghini bis zum Ferrari darf dabei nichts fehlen. Doch welches der PS-Monster wird am Ende das Ranking der Ruhrpott-Schrauber gewinnen? Bitte anschnallen für dieses PS-Profi-Spezial aus Dubai. Leute, Sid und ich sind heute in Dubai unterwegs. Ja, ich hab gedacht, es ist Winter und ein bisschen Wärme angezogen, aber scheiße ist. Nee, gut, 30 Grad haben wir hier. Ja, ne? Mann, es ist scheiße warm. Ja, auf jeden Fall, wir sind nicht einfach nur so hier, wir haben eine Aufgabe. Wir haben keinen Spaß hier. Nein, nein, nein. Wir müssen, ja, ganz unspektakulär, die krassesten Karren in Dubai raussuchen. Ganz genau. Ich meine, hier fängt an mit Porsche, Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce. Also das Mindeste, was man hier fährt, ist wirklich Bentley. Also Bentley, ja, ist so die unterste Schiene. Da will ich schon komisch angucken. Und damit wir hier klarkommen, haben wir nämlich den Franz von Simon Motorsport. Der hilft uns, weil sonst wären wir nämlich ziemlich am Arsch. Ganz genau. Wir suchen die krassesten Karren in Dubai. Auf geht's. Da, der Weiße ist es. Das da? Genau. Das ist unser Auto? Und das ist unser Fahrer. Hi! Das ist unser Auto. Scheiße. Hey, das ist der neue Porsche von morgen. Vorbildlich. Die PS-Profis Sydney und Jean-Pierre genießen noch nicht mal eine Minute den Strand, sondern machen sich direkt an die Arbeit. Einmal quer durch die Stadt am Persischen Golf geht es zum deutschen Edeltuner Franz Simon. Das sieht doch schon mal ziemlich gut aus, oder? Das sieht nach unserem Ziel aus. Aber please ring. Was ist denn los? Simon! Oh. Hey, moin! Alles klar? Geht's dir gut? Gut, sehr gut. Es geht, Meister. Alles gut? Hier drin ist ja die Hölle los, Alter. Und hier ist kühler, das ist sehr gut. Franz Simon ist der Mann hinter der Tuning-Schmiede Simon Motorsport. Seit 11 Jahren ist der Deutsche bereits in Dubai. Seine Spezialität, das Veredeln von Luxussportwagen. Wir haben die Aufgabe, wir müssen die 3, 4, 5 geilsten Karren in Dubai raussuchen und für uns quasi den Gewinner rausfinden. Wir brauchen coole Autos. Die coolsten, die da hast du in Dubai. Also gibt alles. Also nichts Normales, so wie hier. Nee, das ist alles nicht so normal. Also der Franz hat genauso einen Nagel im Kopf wie wir, hat nur den Vorteil, ja, dass alle Kunden, die haben auch einen Nagel im Kopf, aber haben auch scheiße viel Geld. Das ist sein großer Vorteil. Deswegen hat er ein Paradies auf, mit 4 Rädern, ja, und darf machen, was er will. Das stimmt. Das ist geil. Ja. Ich meine, den haben wir auch in Deutschland. Ja? Da brauchen sich keiner erzählen. Aber vielleicht nicht ganz so. Gestatten, das neueste Modell aus Zuffenhausen, Porsche 991 Turbo. Dank Leistungssteigerung hat der Motor 600 PS und über 800 Newtonmeter Drehmoment. Der Preis stattliche 220.000 Euro. Semislick sehe ich. Das hat auch einen Grund. Warum? Die Semislicks, die brauchen wir in Zukunft auch vorne. Ja, Bums. Ordentlich Bums. In der warmen Straße hier unseren Reifen, boah. Das geht schon gut. Definier Bums. So Bums, bisschen. Also ist jetzt ja, Stufe 1 zurzeit noch. Wir warten jetzt gerade noch ein bisschen mehr Material, was da noch reinkommt. Okay. Stufe 1, unsere Leistungssteigerung drin. 600. Müssten so um die 600 plus minus ein paar gequetschte sein. So, aber also, Drehmoment, bis der Arzt kommt. 800. Ordentlich. 50. 800 ordentlich. Ist auf jeden Fall deutlich schneller als ein Turbo S. Das haben wir schon probiert. Aber sonst das Ding Serie, oder? Sonst ist völlig Serie. Also bis auf die Scheiben. Also das wird in Deutschland nicht gehen. Ja, was auch geil ist hier, ne? Die Lippe beim Turbo vorne fährt rein und raus. Also die ist hier vorne flexibel. Ja. Das ist eine sehr geile Sache bei Porsche. Weil nämlich die ganzen Jungs, die vorne normalerweise immer abballern. Und die ist jetzt hier vorne so. Aber wenn die abgeht, dann kostet. Dann ein bisschen, ja. Dann kostet. Aber ansonsten, wie gesagt. Das für die Fahrwerkserie? Fahrwerkserie noch, kommt aber noch. Ja, muss auch, nur, ne? Diese ganze Faszination an Autos und wie geil die auch gebaut sind. Und 600 PS und 800 schlag mich tot Newtonmeter. Und jetzt guckt mal. Denkt man sich, ja, 001 Turbo, ne? Richtig Power, wie ich mein Motor gucken. Das ist wie ein Joypad von der PlayStation. Du siehst nämlich gar nichts. Die sind zwei Lüfter. Das ist alles an Motor, was Porsche dir gibt. Aber Gott sei Dank kann Porsche anders überzeugen, und zwar mit Fahrkultur. Hoffi! Hoffi! Ja? Erst du oder erst ich?
Ach, guck mal da. Tür ist auf. Los geht's. So, mal gucken, was der Koffer kann hier. Ich meine, Vorteil haben wir hier, die Straßen sind breit und lang und gerade. Das stimmt. Direkt um die Ecke können die PS-Profis den Schwaben ausgiebig auf abgesperrter Straße testen. Aber geht schon geil, das Teil, ne? Ja, fühlt sich auf jeden Fall geil an. Oh, hör mal, hör mal, hör mal. Ja. Boah. Boah, der Reifen aber ganz schön Grip, ey. Leck mir den Tisch. Was natürlich geil beim 991 ist, ist einfach das Getriebe, weil die Leistung in einem Zug durchkommt. Du trittst da rein und bei diesen anderen Turbomonstern hat man halt immer so eine Leistungsunterbrechung, dass der Körper nach vorne nickt. Aber bei dem 991 gibt es Gas und die Zahl steigt kontinuierlich, ohne Unterbrechung. Ja, und er schaltet einfach. PDK schaltet und du hast keinen Abriss. Guck mal, wir fahren den Sonnenuntergang entgegen. Wir beiden im Porsche, im 991 Turbo. Zeit für einen Fahrerwechsel. Und auch Sydney ist vom 600 PS Supersportler begeistert. Lass uns hier mal. Ja. Also ich glaube, es wird schwer auf dem Porsche noch einen draufsetzen, weil der ist halt schon super stark. Er ist schnell, er ist schick, er ist schön, er ist teuer, er ist halt exklusiv. Also das zu toppen wird halt richtig schwer. Ja, wobei, wir sind in Dubai, ja. Das muss man ja auch noch mal, ne? Da ist ja halt ein normales Brot-und-Butter-Auto, ja. Nicht böse gemeint. Ja. Aber ist es so? Stimmt. Ist so. Ja, schieß los, was hast du noch? Ne? Also hier heiß machen wie Frittenfetten, dann ist nichts. Du musst uns ein bisschen mehr Material geben, weil wir müssen ja Dubai inhalieren. Ja? Wir müssen ja so ein Ranking machen. Viel, Menge, teuer, ja, schnell. Ja, ja, genau, jetzt, sofort. Da würde ich sagen, lass zu Exotic Cars. Exotic Cars. Hey, Exotic Cars. Das hört sich sehr exotisch an. Los geht's. Auf geht's. Tuner Franz Simon führt die PS-Profis zu einem typischen Autohändler in Dubai. Welche Luxusschlitten sie dort wohl erwarten? Ja, komm. Sag mal, wo sind wir denn jetzt? Was machen wir? Jetzt gehen wir Shopping machen. Shopping? Shopping. Ja, komm. Genau, das kommt ja noch dazu. Aber ja, das ist gut. Nein, das ist nicht gut. Natürlich ist gut. Ich. Hier, Sekunde. Ich bin, warte, wir machen gleich weiter. Hier dranbleiben. Das, was alle Automagazine der Welt so hergeben, werden wir jetzt gleich live sehen. Einmal reinmarschiert. Und so sieht ein normaler Gebrauchtwagenhändler aus. Oder? Also das ja, ist das quasi, normal jetzt. Ne? Das ist quasi der Fenty-Händler in Dubai. Sind die Autos billiger hier? Du hast halt keine Mehrwertsteuer drauf. Ne? Ich würde wirklich gerne wissen, was er kostet. Müssen wir fragen. Wie viel kostet der blaue Aventador? Der blaue Aventador kostet 1.750.000 Dirham. Dirham. Und in Dollar? In Dollar sind das ca. 500.000 Dollar. 500.000 Dollar? Ist der neu? Der ist brandneu, 2015. Aber 500.000 ist immer noch ziemlich viel. Ja. Und du magst es ja zu verhandeln, richtig? Ja. Also wie sieht es aus mit 250.000? 250.000 ist nicht möglich. 300.000? Nein, das machen wir nicht. 50.000 oder 100.000 Dollar Nachlass, das ist nicht verhandelbar. Wir geben vielleicht 5 oder 10 oder 20. Du weißt nicht, wer ich bin, stimmt's? Nein, wer bist du? Handeln ist mein Leben. Ja? Also du sagst 500.000 Dollar, richtig? Ja. Für einen brandneuen Aventador mit gelber Innenausstattung? Wer zum Teufel kauft eine gelbe Innenausstattung? Oh, da gibt's viele Leute. Die mögen das? In den Emiraten mag man alles. Hier kannst du alles verkaufen. Du kannst einen pinken Aventador verkaufen, wenn es sein muss. Wenn es sein muss, du würdest es schaffen. Ja, wir würden das schaffen. Wir können alles verkaufen. Okay, vielen Dank. Wie war der Name? Sherwin. Sherwin, sehr cooler Name. Wir sprechen hier von einem 2015er Lamborghini Aventador, den er hier für 500.000 Dollar verkauft. 500.000 Dollar ist eine Menge Geld. Du kriegst so einen Koffer in Deutschland für 350.000 Euro. Obwohl, das kommt fast hin, ne? Aber weißt du warum? Warum? Du hast nicht zugehört. Warteliste. Richtig. Ja, aber kann er trotzdem. Du kannst ja sogar das Ding rüberholen von uns. Nein, wollen die aber nicht. Dem was? Ist das, dem ist das zu schwer und zu anstrengend, so hinzukommen. Der sitzt zu Hause, der guckt online, weiß ich nicht, Exotic Cars und zwar, will ich haben. Finde ich gut. So, dann schickt er seinen Fahrer und der kommt hier hin. Chef will das Auto haben. Ist das wirklich so? Ist wirklich so. Chef will das Auto haben? Doch. Also der kommt nicht hier hin, da kommt hier einer rein und sagt, hello, mein Chef will dieses. Ah, welches Auto war? Der blaue? Ja, der blaue.
Der will das Auto haben. Und dann ist einfach mit. Ja, und dann will er es aber auch dann jetzt haben. Nicht morgen, nicht in einem Jahr, nicht in zwei Sachen. Nein, jetzt. Da stehen auf engstem Raum, ungefähr 50 Quadratmeter, 4 Rolls-Royce. Ah. Neben aber den Ferraris, den Bentley, den Lamborghinis und den F12 steht da einfach mal so rum. Zwei Aventadors, nagelneu. Zwei halbe Millionen. Ja. Halbe Million pro Auto. Ja, jetzt haben wir ein bisschen rumgeschaut. Ja. Wenn ihr jetzt freie Auswahl hättet, also jeder darf einen mitnehmen. Ja. Takeaway. Ja. Ein? Ein reicht doch wohl, oder? Hier geht's mit Aventador. Jean-Pierres Wahl, ein Lamborghini Aventador aus 2015. Der V12-Motor erzeugt kraftvolle 700 PS. Sein Preis? 390.000 Euro. 3,2 Sekunden von 0 auf 100. 6,2 V12, 720 PS in Nachtblau. Wir sind füreinander bestimmt. Ich liebe dich. Dieser verträumte Blick, aber trotzdem diese Note Aggressivität. Der Scheinwerfer. Wir gehen jetzt nur auf den Scheinwerfer an. Philipp, komm runter. Dieses Auto sagt, verpisst euch alle von meiner Spur. Jetzt als Vergleich. Komm mit. Dieses Auto. Viele sagen ja Ferrari, Ferrari, Ferrari. Guck mal. Das könnte der Scheinwerfer sein von Fiat Multipla. Das sieht doch wirklich. Jetzt guckt nur. Wir machen das selber nochmal. Wieder runter. Was, da, guck mal, der guckt so. Ja, ich fahre jetzt hier entlang. Ach, du wolltest auf der linken Spur fahren? Kein Problem. Bleib ruhig da. Ich nehme mir die Zeit. Alles ist gut. Jetzt gucken wir nur mal von hier nochmal darüber. Das ist Sex auf Rädern. Und somit ist für mich die ganze Sache hier geklärt. Das ist nicht mein neues Auto. Aber ich tue jetzt einfach für die nächsten 5 Minuten so, als ob es mein neues Auto wäre. Lass mich in Ruhe. Ich bin zwar kein Ferrari-Mensch, ne, aber so ein F12. Sydneys Schätzchen ist mit 300.000 Euro etwas billiger als der Aventador. Trotzdem hat der Ferrari 30 PS mehr als der Lamborghini. Ja, man muss auch ein bisschen ehrwürdig jetzt hier vorstehen. Lass ihn auf dich wirken, Franz. Ja, ne? Ja. Und warum hat er so eine lange Haube? Er hat nämlich einen V12 mit 730 PS. Das heißt, er piep alle hier. Auch den Aventador. Hier. Ja? Funktion plus Design, sie vereinen sich. Technik und Design vereint sich. Diese Nase von einem Formel-1-Fahrzeug. Motor aus dem Enzo. Motor aus dem Enzo. Das muss ich mir mal vorstellen. Ich bin gar kein Beige-Typ. Aber das ist mal eine Kombination jetzt. Aber das ist eine klassische Kombination. Rot, Beige, bisschen Schwarz dabei, alles gut. Wir gehen mal hier, hier ist zu voll. Ich kann meine Emotionen hier nicht rauslassen. Carbon. Carbonbremse natürlich, klar. Aber das haben sie alle. Das haben sie bei der Kratzale. Ich werde mein Revier markieren. Bleib kurz hier stehen. Nein, nein, es kommt keine Schweine rein. Beruhigt euch, warte. Revier markieren. Oh. Wow. Sollen wir auf Verhandlungen gehen? Meinst du, wir kommen auf 100.000 Dirham? Vielleicht auf Ratenzahlung? 100.000 jede Woche? Auch das schaffe ich nicht. Ich hätte ihn auch gern gefahren, aber ihr habt gesehen, wie eng es da war in diesem Autohaus. Und der Verkäufer war der Meinung, ich hätte das Geld nicht. Was? Was für eine ausgezeichnete Autokultur, ne? Unglaublich. Wie viele Rolls-Royce hier rumstehen? Auf einem Fleck? Ich bin schon begeistert. Ich meine, das ist jetzt, sag ich mal, ein Gebrauchtwagenhändler. Ja, wir ein Autohändler normal. Ja, wir brauchen das ist normal. Was machen wir überhaupt? Nee, das ich fühle mich ganz dreckig. Nein, pass auf, das sind normale Fahrzeuge, normale Autos. Ja. Ganz normale Autos. Ich denke mal, wir wollen ein bisschen was extremer. Ja, vielleicht. Ausgefallen. Ja. Was man vielleicht in Deutschland auch gar nicht sehen kann. Du hast recht, zum Warmen wären wir das ganz gut. Wir sollten gehen. Die Richtung. Okay. Können wir? Mit Franz ging die Reise ja wirklich von Hölzchen auf Stöckchen, von hier nach da. Und dann kam in so einer dunklen Halle an. Relativ unexklusiv, aber oftmals sind diese Hallen ja wirklich vielversprechend. Und die Boost Brothers wohnen in solchen Hallen meistens. Ja. Schon wieder irgendwo, wo ich nicht weiß, wo ich bin.
Ja, diesmal. Ja, aber hier riecht's gut, oder? Hier riecht's nach viel Abgas. Sprit, ja. Sprit muss das sein. Ha. So, was haben wir hier, ne? Dann kamen wir da rein und dann wuselten da auch Leute in Motorräumen rum und es war wirklich ziemlich urig. Und dann ging die erste Haube auf. Sagen wir mal Mohammed hallo erstmal. Ja, Mohammed ist der Chef hier? Der ist der Chef hier. Mohammed! Hallo! Hallo! How are you doing? Good to see you, all right? Hi! This is Sydney. Hi, nice to meet you, Mohammed. Nice to meet you too. Jean-Pierre? Hello, hi, Mohammed. So you're the boss here? Yeah. You're the master of Boost? I love it, Boost. Well, hello. Der Toyota Land Cruiser stammt aus dem Jahre 2001 und ist seitdem 100.000 Kilometer gelaufen. Kostenpunkt 40.000 Euro. Aber wie kommt dieser hohe Preis zustande? How much power does this car make? Wie viel Leistung macht das? This car actually is designed for 1,400 horsepower with Q16 racing gas. Okay. 2.6-2.7 bar boost. Okay. But we can use also normal 95-97 octane low boost around 850. Okay. 850 horsepower for normal drive, just normal drive. Is daily driver, ja? Das Auto ist designed für 1400 PS und mit normalem Rennsprit. Jetzt auf normalem Sprit sind 750 bis 850 PS. Ja. Das ist schon mal eine ganze Menge. Und, damit es auch für den täglichen Gebrauch ist. Ja, ist, ja genau. Ja? Man braucht hier in Dubai für den täglichen Gebrauch 850 PS in einem Land Cruiser. Und deswegen auch auf 97 Oktan. But have a fun. We're getting some work. You got some work to do? Yes. Okay. Yeah. To build some monsters, thank you. Right? Yes. thank you. Okay. Er muss ein bisschen arbeiten. Ich würde sagen, wir beschäftigen uns mal ganz PS-Pro vielleicht mit dem Auto, ne? Ja, genau. Ich meine, was haben wir hier? Ich werde mich mit dem Kollegen hier beschäftigen. Ich brauche hier Platz für mich. So, lass mich in Ruhe. Ich muss mich jetzt mal einlassen auf das Ding. Wirken. Fühlen. Wir haben hier einen Toyota Land Cruiser. In Deutschland würdest du das Ding noch nicht mal wahrnehmen im Straßenverkehr. Und die Jungs in Dubai, ich denke einfach, weil die so viel Kohle haben, kommen auf die Idee. Erstmal die Idee, den Motor. Der Motor ist eh drin. Ne? Reihen, 6 Zylinder, wie haben die 3 Liter? Nee, die haben 4,8 Liter. Leck mich am Arsch. 4,8 Liter. Deswegen auch der GT45. Absolut. Also 4,8 Liter ist natürlich noch besser für so einen großen Turbo, oder? Aber wir haben mehr Abgas, um das Ding anzutreiben. Da kommt mal her, guck mal hier. Das ist meine Faust. Wir sprechen hier von einem GT45er Lader, der macht gut 1400 PS bei 2,7 bar Ladedruck. Und das kann der Kollege auch. Dann haben wir hier natürlich eine handangefertigte, vom Chef selbstgebaute Ansaugbrücke aus Gold, die aussieht wie so eine Urne, ja, aus so einer Pyramide rausgezockt. Mit Gold und so passt der dann. Ja. Absolut. Aber ganz ehrlich, ich kriege gar nicht all meine Worte unter, wenn ich das hier sehe, was da alles los ist. Hier haben wir das Wastegate, alles mit Hardlines gebaut. Und was wirklich faszinierend ist, dass die Jungs auch noch in Qualität bauen. Ne? Also normalerweise ist sowas hier alles mit Gummischläuchen. Die bauen das ja alles mit normalen festen Leitungen. Es muss ja auch halten. Du musst ja überlegen, wie viel Druck das Ding hat. Auch Hitze, ne? Auch Hitze. Ich meine, die Jungs, die fahren das Ding im Alltag. Wie viel Grad habt ihr hier im Sommer? 50. Wie viel? 50. 50, das ist richtig, 50. Und die Luftfeuchtigkeit ist noch viel schlimmer. Und zwar hast du 80-85% Luftfeuchtigkeit. Und dann fahren die mit so einer Leistung. Und das Schlimme ist ja daran, die fahren das Ding jeden Tag Vollgas. Vollgas. Mit Drehzahlbegrenzer, Flammen aus dem Auspuff, Ignition Cut, Vollgas. Und ich muss eine Gewerkschaft gründen, die Gewerkschaft der leidenden Turbolader. Wir starten den Koffer. Hör mal. Dafür lebe ich. Ich lebe genau dafür. Geil, ne? Darf man das hier machen? Auch vor so einem Motor? Ich hab so ein bisschen Schiss. Guck mal, die Kollegen in der Ecke. Doch, die geben mir ihren Segen. Ich meine, die Werkstatt ist mal eine ganz andere hier. Ja? Wir müssen hier eine ganz andere neue Welt haben wir betreten. Hier geht es aber wirklich um das Auto. Und jetzt ist es halt so, obenrum bauen sie auch in Deutschland oft alles schön, alles gut. Aber sobald man Territorien trifft, die man nicht einsehen kann, dann wird es komisch. Und deswegen kann man hier auch gut schön sehen, die haben nicht nur oben Gold oder vergoldete Sachen genommen. Stahlflexleitung, überall, wo das Auge hinsieht. Also die ziehen ihr Programm schon durch. Ja? Guckt euch mal die Bremse an. So ein Jolf hat das, ja, mit 200 PS, halt so eine Bremse. Aber ein 2-Tonnen-Schwein mit 1000 PS? Na, ich weiß nicht. Aber die haben Eier, ja?
Also die Jungen, die haben Eier. In dieser Boost-Welt geht's schnell durch mit den Jungs. Das heißt Leistung, Leistung, Leistung. Aber Sicherheitsfaktoren, Bremse, Fahrwerk, all das ist einfach so. Wenn man mit den Jungen spricht, das meistens so, ja, nächsten Monat wollte ich das auf jeden Fall machen. Ja. Das Geld war ja nicht mehr da, aber ist ja egal, ich habe 1000 PS. Genau, und dann nächste Woche sprichst du ihn wieder und hast du gemacht die Bremse. Ey, hast du den neuen Lader gesehen? Ich habe ihn jetzt drauf. Also 1400 PS. Optik, ja, ist so eine Sache hier. Beziehungsweise bei diesem Kandidaten. Die Grundfarbe ist sehr fraglich. Die Claims quasi, das Design hier. Ich meine, es findet sich Gold wieder. Ja, das ist ganz wichtig. Aber sonst, naja. Aber wie gesagt, wir müssen das hier nur aufnehmen fürs Protokoll. Herzstück ist hier was anderes. Okay, das Auto war jetzt von außen sehr extravagant. Unfassbar hässlich. Nur extravagant. War willst sehr extravagant. Willst du einen tamponfarbenen, lilanen Toyota Land Cruiser fahren? Ja, um einfach Leute zu verwirren. Können wir uns darauf einigen, dass das Ding einfach verdammt hässlich war? Es war extravagant im Sinne eines Locals. Okay. Wir gucken mal rein, wie ein Pilot mit 1000 PS in einem Land Cruiser so haust. Ha! Ha! Ja, sind schöne Überzüge hier. So habe ich mir einen Wüstenfuchs vorgestellt. Mit 1000 PS. Lass uns mal gucken, wie so eine Abgasanlage aussieht, ja? Ja. Du musst überlegen, wenn du meinen Arm nimmst, der ist vom Durchmesser dünner als die Abgasanlage. Du baust einen Land Cruiser mit 1000 PS. Jetzt denkt man sich, warte mal, wird der verstärkt? Nee. Leiterrahmen, ganz normal. Fahrwerkstechnisch, was du für Komponenten hier siehst, ersetzt, aber nicht durch stärkere, durch irgendein Fahrwerk oder sowas. Der Sicherheitsgedanke ist vollkommen egal, sondern einfach Motor. Motor. Wir bauen einfach da rein. Und dann kommt es einfach da rein und dann entstehen einfach Autos, die total wild fahren und Männerträume werden wahr. Also wenn ich hier stehe neben so einem Ding, dann möchte ich fahren. Ja. Is it possible to drive your baby? Yes. It is? Yes. Well, that's Boost Brothers, man. So, also wir dürfen jetzt fahren. Ich würde sagen, we take care of your baby. This is your car. Yeah, man. So, jetzt haben wir wirklich, wirklich, wirklich Highlight. Jetzt haben wir eine Wüstensau. Eine wirkliche Wüstensau. Auch Single Turbo, Mega Boost. Für alle Turbo-Lover, ne? Das wird hier gleich ein Gedicht. Einmal eine ganz gerne kalte Kostprobe. Ja, der kommt ja auch erst bei 4, kommt er, ne? Ja, schön Temperatur kriegen, mein Schatz hier. Nachdem der Land Cruiser langsam auf Temperatur ist, geben die Dortmunder auf abgesperrter Strecke Gas. So, pass auf, wir haben ja keine Geschwindigkeit hier. Der fährt aber auch so ganz gut, ne? Echt? Ja. Das kann ich nicht sagen. Ich sag jetzt Geschwindigkeit an, okay? Wir fahren jetzt so um die 20, okay? Start klar. 120. 160. Da kommt so ein Feuerball raus. Ich hab die Hitze gespürt im Auto. Das ist sehr, sehr schön. Warte, warte, weil wir fahren einen Land Cruiser, ja? Ja, Mann. Wir fahren Land Cruiser. Wow. Wow. Das für eine Ansage. Das haben die drauf, ne? Ja, das haben die drauf. Und das bei den Temperaturen. Also zu so einem Auto und so Leistung gehört natürlich auch eine Männerkupplung. Die Kupplung ist wirklich wie in den Boden betoniert. Also es ist wie Stein. Sydney hält es nicht länger auf dem Beifahrersitz. Auch er will das Turbo-Monster endlich fahren. Die Kupplung ist geil, ne? Oh ja, Mann. Das geil. Wie geil ist das denn? Dreieinhalb ist schon, wo du denkst, oh ja. Ja, ja. Oh, ja, bei vier, oh, ja, sind ja, oh ja. Oh ja, oh, ja. Gleich, oh, besorgst ja. Gleich besorgst du es mir. Wie kann man Turbomotoren nicht mögen? Ich verstehe das nicht. Fuck. Ich verstehe das nicht. Fucking hell, Alter. Das ist ein gottverdammter Land Cruiser, Mann. Aber die Kupplung, du gehörst schon. Ja, ja, ja. Der, die Driver ist okay. Vor allen Dingen auch der Lader entschädigt auch für die Kupplung. Ja, ne? Also alles cool. Alter, das ist schnell, ey. Puh, fucking geil, Alter. Puh. Oh, ich brauche einen Cruiser. Das ist geil, ne? Turbo bei allen Ehren und so. Porsche und Ferrari, alles geil. Ja, aber ist cool, aber so viel, so gelacht haben wir in Porsche nicht. Nein. Haben wir auch nicht. Ein Land Cruiser, der mehr Spaß macht als ein 911er? Wer hätte das gedacht?
Leck Alter. Mich am Arsch. Ey, läuft? Was ist denn? Alter, was ist denn mit diesem Auto los? Schlecht, euch, oder? Also, euch ist klar, ja? Dass ihr mit dem alle 9-1 Turbo ablabert, ja? Also, ihr versemmelt die alle. Das Ding ist schon ordentlich, ne? Also, ordentlich? Sag mal, bist du schon mitgefahren? Klar. Ey. Das ist. Es schreit dich tot, es macht Buß, es macht Spaß, es macht Laune. Es ist knallt und hässlich, aber geil. Der Schub, der ist geil. Ja. Und die Kupplung, und die Männerkupplung, ja? Mit deiner Anstrengung, also du musst ja wirklich dein ganzes Körpergewicht reinhauen, das wird aber entschädigt. Mit Druck. Boah. Und dass alles Gold ist, ne? Und? Scheißegal. Kinderwagen, Familie. Ja, das kommt noch dazu. Aber der nächste Punkt ist der, wie willst du denn das jetzt noch irgendwie. Wie sollen wir denn jetzt noch mehr? Also man. Ich komme gar nicht mehr klar. Das hat's mir besorgt, das ist gut. Ja. Also pass auf. Das ist gut. Kleine Sache haben wir noch, und zwar das so in der Richtung. Mhm. Ja, also mit Schub, Knack, ja. Krach, Knallen und so weiter. Ich brauche mehr Adrenalin. Aber sagen wir mal so, nicht nur geradeaus. Und nicht nur eben. Mhm. Nicht nur eben. Er wird. Also nicht nur horizontal, er wird vertikal in sein Terrain. Und so weiter. Ja? Also die fahren die Dinger nicht nur auf der Straße. Am nächsten Morgen geht es mit PS-Guide Franz Simon wortwörtlich in die Wüste. Ja. Wir sind im Sandkasten. Ganz genau, Sandkasten, Spielzeug für große Kinder. Erklär, was ist denn bitte hier los? Ja, also hier treffen sich die ganzen Jungs am Wochenende. Ja. Nicht Freitag hier und. Die Benzinbegeisterten. Genau, und spielen halt im großen Sandkasten mit den großen Spielzeugen. Hier gibt es keine Regeln, hier kannst du machen, was du willst. Matt. Ehrlich? Ja. Ich bin weg. Ja, los geht's. Die Richtung Sydney. Wir gehen. Geil, Alter. 70 Kilometer östlich von Dubai treffen sich die einheimischen Offroad-Freaks, um einen besonders steilen Sandberg zu erklimmen. Die Steigung von über 45% wird nur mit extrem getunten Geländefahrzeugen überwunden. Regeln gibt's dabei nicht. Ausschließlich Männer sind vor Ort und nehmen für ihre Leidenschaft ein großes Sicherheitsrisiko in Kauf. Auch für die hartgesottenen PS-Profis ist die Szenerie etwas völlig Neues. Ich habe viel erwartet. Okay. Ich habe wirklich viel erwartet. Aber das ist doch vollkommen geisteskrank. Der fährt ohne Helm, ja? Dann fahren die runter, dann fahren die rauf, dann überlegt er sich, der gerade hochfährt. Nee, weißt du was? Ich biege ab und fahre wieder runter, dann fährt aber der andere wieder hoch. Der Berg, den finde ich imposant und voll, also finde ich geil, aber gefährlich ist dieser Verkehr. Genau. Wie viele sterben hier? Du, ist schwer zu sagen. Ist halt sehr gefährlich. Ja. Schwer zu sagen. Ja. Mal so. Guck mal. Das ist krass, Alter. Ja, auf jeden Fall, das ist der Volkssport hier. Die machen total geil, aber ich will es auch machen. Ja. Habt ihr Bock, da mal hochzufahren? Ja. Aber ich brauche Power. Franz zieht los und versucht nun, ein passendes Gefährt für die PS-Profis zu finden. Ich habe in meinem ganzen Leben sowas noch nie gesehen, ja? Und wir haben schon viel gesehen. Ja. Also, 4-2-Stunden-Rennen, Viertelmeile-Rennen, alle möglichen Arten von Rennen. Alles aber was die hier machen, ist vom Sicherheitsfaktor her. Das ist vorbei. Das ist über den Berg, ja? Aber von der Beklopptheit, Top 1. Aber das Geile ist, wie hier, dann fährt er sich fest. Dann kommt einfach irgendeiner und denkt sich, Alter, der hat Probleme. Dann setzt er sich davor und hilft ihn einfach. Wird in Deutschland so nicht gehen. Und gerade die Ecke ist wieder gefährlich, weil wenn wir da jetzt einen so drauf filmen, siehst du irgendeinen, der von da oben Anlauf nimmt und mit Volldampf zwischen den beiden Autos da durchhält. So wie der da. Wisst ihr, wie der Berg heißt? Al-Faya. Al-Faya. Oh! Macht man dir so. Aber ey, er ist einer von wenigen, der einen Helm auf hat. Aber damit ihr auch eine Idee bekommt, wie das sich so anfühlt, weil ihr guckt das ja jetzt im Fernsehen, in Deutschland, und es ist sehr, sehr familiär. Und ich finde auch immer, die Jungs sind an sich immer sehr angsteinflößend. Ja. Aber die sind alle total chillig. Die sind alle sehr, sehr lustig. Und gar nicht so, wie man denkt, wenn die mit ihrem Ding ankommen und so. Die sind einfach genauso gaskrank wie wir in Deutschland. Ja, und die sind so höflich, das ist unglaublich. Franz hat einen Nissan Patrol aus 91 organisiert, 600 PS stark und gewichtsoptimiert. Schaffen es die PS-Profis damit bis nach ganz oben? So, ich fahr jetzt eben den Monster mit. Komm her. Also das Ding hat wohl so um die
400, 500 PS und dann noch plus NOS. Hier sehen wir bei dem Kandidaten, der hat dann alles gedacht. Ja? Der hat ein richtiges Racing-Fahrwerk, ja? Der hat Federweg, der hat alles. Der ist cool. Du kommst hier hin als Fremder. Und die Jungs sind so geil, die geben dir einfach die Karre. Ja? Also, das musst du überlegen. Das ist teuer, so ein Auto. Ja? Your name again was? My name is Faisal. Ja, mein neuer Scheichkollege. Nervös bin ich null. Das ist so eh mein Problem. Ich glaube, ich war noch nie nervös. Jean-Pierre wagt es. Spannend so. Noch nie gemacht, aus dem Pott in so ein Ding rein, den Berg hier hoch. Schauen wir mal, was passiert. Okay, but we go in front of this one. Okay, you wanna go through this way or there? Die Kommunikation ist halt sehr, sehr, sehr schwierig. Weil er sagt, you go from here. Und dann fahre ich da so hin. No, 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 you go from here. Und ich denke mir schon so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was von wo? You go from here. Okay, ich fahre jetzt einfach los. Da ist er, da ist er, da ist er. JP drückt aufs Gas und das muss er auch. Andernfalls würde er in dem tiefen Sand stecken bleiben. Sein Beifahrer verschafft ihm dank Lachgas noch mehr Leistung. Doch oben angekommen macht der PS-Profi einen Fehler. Ah, oh, oh, ja. Jetzt ist er stehen. Das war ein Fehler. Jetzt hat er ein Problem. Jean-Pierres erfahrener Co-Pilot behält die Ruhe. In dieser Situation darf kein Fehler passieren. Ansonsten kippt der Patrol aufgrund der extremen Steigung. Wenn du das erste Mal hochfährst, dann weißt du ja nicht, wie schnell das Fahrzeug verzögert. Wenn du aus der Last rausgehst, ob das dann ausrollt. Aber du musst ja, du vergisst, du fährst bergauf, so eine Steigung. Wenn du mit einem normalen Auto auf der Straße aus dem Gas gehst, macht das und rollt runter. Hier rollt sich runter, weil der Sand dich bremst. So, jetzt muss er rückwärts zurückrollen und aufpassen, dass er sich nicht übersteigt dabei. Bange Momente für alle Beteiligten. Dazu kommt der Gegenverkehr. Das Hochfahren ist nicht so schwer. Das Schwierige ist das Koordinieren, wo du lang fährst und vor allem das Runterfahren. Alter, der Jeep! Alter! Du? Wow, wow, wow! Der PS-Profi hat sehr viel Glück. Der Gegenverkehr hat ihn nicht erfasst. Unten angekommen überwiegt die Erleichterung. Ja, ist nicht leicht. Man ist das nicht gewohnt. Ich kenne Rennleitung und organisiert. Du drehst um. Ja. Du fährst in den Gegenverkehr mit 120 km/h hochfahrenden Jeeps. Und wenn du lenkst, passiert nichts. Wenn er lenkt, passiert auch nichts. Also überlegst du gut. Hast du NOS geschossen? Ja, ne? Ja, Mann. Und wenn NOS reinkommt, hast du doppelte Motorleistung. Du kommst hoch, denkst so, oh, das wird nicht gut. Dann drückt er den Knopf. Das ist, Auch Sydney wird es jetzt riskieren. Robby fährt jetzt, der kommt ja auf jeden Fall hoch, da mache ich mir gar keine Sorgen, weil der hat Qualm ohne Ende. Ohne Ende, er muss nur einen Schlappen unten halten. Schlappen unten und ganz wichtig, den Verkehr im Auge behalten. Da ist er, da ist er, da ist er. Was auch beide nicht sagen. Oben kam dann ein Landcruiser mir entgegen. Okay, okay, okay. Achtung, 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 Achtung! Und dann hab ich mir gedacht, pass mal auf, bevor du jetzt da reinrasselt, bleibst du stehen. Jetzt brauche Eier. Oder rückwärts. Oh. Ja. So, aber jetzt wird es gerade ein bisschen kritisch. Weil jetzt darf er nämlich nicht. Da gibt er nämlich. Jetzt darf er nicht falsch lenken. Gerade noch mal gut gegangen. Perfekt, er hat geschafft. Er hat geschafft. Stolz? Sehr gut. Oh man, this was difficult, man. But it was a great experience. Thank you very much. Ey, das war so krass, so ein Scheiß. Aber es ist so Hammer. Es ist so Hammer. Es war mega geil. Es ist mega geil. Ja, Adrenalin pur. Ich verstehe, warum es Volkssport ist. Ja, geil. Ja. Sollte man in Deutschland auch einen einführen? Ja, finde ich auch. Wir sollten in Deutschland auf jeden Fall sowas einführen. Ob wir so viel Sand zusammenkriegen, weiß nicht, wie wir ein paar Baumärkte zusammenschmeißen, aber das ist der Oberhammer hier. Mach was anderes, ne? Geil. Gar keinen Fall. Auf zu dir, wa? Los geht's. Okay. Pflanzt euch. Danke, danke. Ich darf dann, oder?
Bitte, bitte. Ja, danke schön. Das Erlebnis meines Lebens. Raus aus der Wüste, zurück in die Stadt. Die PS-Profis nutzen die Fahrt für eine kleine Auszeit. Mit welchem Coup wird Tuner Franz Simon als nächstes um die Ecke kommen? Wir brauchen noch irgendwas. Irgendwas. Was Fettes. Es muss wirklich in die Fresse sein. So breit, tief. Es muss einfach was optisch muss es. Also muss es. Das neu. Muss sitzen. Also optisch musst du so machen. So. Wow! So Kinnlache runtermäßig, ja? Ja. Also weltweit. Also sehr selten, genau. Okay. Weltweit. Jetzt zeige ich euch was, aber seid ihr euch sicher, dass ihr euch das auch, dass ihr das auch aushaltet, wenn ihr das dann seht nachher? Ich halte alles aus, sag ja. Was machst du jetzt? Willst du mit uns Schwertchen spielen? Mir. Oh nein. Das darfst du halten? Oh, leck mich. Du, das hältst du? Oh nein. Das hast du rausgetrennt? Das halt ich. Und jetzt seht ihr gleich das Gegenstück dafür. Ey, du hast das. Oh Gott. Ich ahne Böses. Ja, mit der Flex. Wir gehen raus. Komm, wir gehen raus. Los geht's. Es kam ein sehr auffälliger weißer Italier auf dem Hof mit einem sehr adrett gekleideter Herr. Engländer. Larry. Ey, was ist das? Das ist so ein fettes Ding. Ich habe ihn immer auf Bildern gesehen. Jetzt sehe ich ihn echt live. Hello, hi, sir. Hi, Larry. How are you doing? What's up? How are you doing calling me this time of the day? Hi, nice to meet you. Nice to meet you, Sydney. Hi. Nice to meet you too. How's it going? Okay, it's good. All good. Yeah, Alistair. Alistair. Nice car. Er sagt, ihm geht's gut. Ganz ehrlich, der Karrefahrer wird auch gut gehen. Der stolze Engländer fährt einen rassigen Italiener. Ferrari 458, der Spezialumbau mit Bodykit, stammt von der japanischen Firma Liberty Walk und setzt derzeit Tuning-Maßstäbe. Der Gesamtwert des 630 PS starken 458, 200.000 Euro. Ich habe diesen Ferrari schon mal auf einem Bild gesehen und ich muss sagen, wenn ich jetzt davor stehe, sieht er noch breiter und noch besser aus. Die Reifen, einfach alles. Das sagen die Leute normalerweise über meine Frau. Allein die Breite der Felge, ja, die tief, die nach innen geht, und es ist wirklich breit. Wenn du diesen Weg hier wählst, von diesem Autoumbau, von Liberty Walk, du musst das ganze Seitenteil abschneiden, richtig? Allerdings. Also du entwertest erstmal dein Ferrari 458. No way of return. Nee, also one way. One way. Das ist schon einer der fettesten Ferrari auf der Welt. Ja. Auf der Welt. Man muss sich überlegen, 458 ist ja schon breit und der wäre hier vorbei. Jetzt guckt euch mal wirklich an, was hier passiert. Und jetzt guckt euch an, wo die Felge steht. Guckt euch mal diesen Versatz an. Der Ferrari ist quasi pro Seite genau so ein Stück breiter als Serie. Ein Ferrari, kein Smart, so viel. Can you do me a favor and give me a little sound? Yeah, yeah, sure. Geil, sowas zu sehen. Das sind momentan die Könige der Szene, kann man wirklich sagen, diese Autos. Unheimlich beliebt, sehr, sehr, sehr dramatisch von der Optik. Und ich war sehr happy, wo ich es gesehen habe. Larry, ist es möglich, das Auto zu fahren? Ja, klar. Ich spare mir jetzt jeden Kommentar. Ja. Wer jetzt abschaltet, ist selber schuld. Es wird krasser. Dranbleiben. PS-Profi Sydney macht mit Ferrari-Fahrer Larry eine Probefahrt. Guck dir das an! Wenn normaler 458 nicht reicht, guck dir das an! Allein diese Optik mit diesem Wüstensand, der so weg, das ist schon alles sehr, sehr stylisch. Jetzt sieht er richtig tief aus, ne? Er kommt. Das ist auch der Vorteil von so einem Auspuff. Ja, man weiß, und das Fahrzeug sich nähert. Ja, okay. Jetzt geht's los. Runterschalten ist schon assi. Larry grinst. Geiles Auto. Der Sound ist geil. Ja? Ja, also Fahrwerk, also Kurven, also alles geil. Und ich wieder raus haben. Läuft. Thank you very much, yeah, but nice to meet you. Umstände waren perfekt und Larry war der geilste überhaupt. Very, very nice to meet you. Nice. And drive careful. I'll try. Okay, okay, thank you very much. Bye-bye. Thank you very much. Geil, ne?
schon gut, ne? Ist schon geil. Schon, ich würde sogar fast sagen, dass es von außen geiler ist als von innen. Auf jeden Fall. Weil wenn du das siehst, wenn die Räder sich so drehen und du siehst, dass das Rathaus da so vorbei ist. Also für mich in Dubai. Ja, für mich auch. Schon das Highlight. Ja. Optisch 1 plus. Also plus, hier, plus. Hier. Also wirklich, optisch 1 plus plus. Danke, plus, danke, plus. danke. Super. Aber wieder rein? Mich. Lass uns in die Klimaanlage. Ja, lass mal rein. Los geht's. Das ist momentan Ende der Fahnenstange. Maß aller Dinge. Ja. Also tuningmäßig gesehen. Ja. Optisch gesehen. Aber wir können ja nicht nur nach Optik, wir müssen ja ein Gesamtpaket ranken quasi. Genau. Deswegen wird's. Aber es ist und bleibt auch ein 458 Italien, das darf man auch nicht vergessen. Ja, ja, aber ich glaube, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit. Mit irgendwas anderem. Genau. Also er wird auf jeden Fall oben angesiedelt sein, definitiv. Jungs. Ja, Fadi. Alles hat ein Ende. Ja, die Dubai, der Dubai-Trip ist vorbei, jetzt müssen wir uns entscheiden, ne? Ganz genau. Erste. Nissan Patrol. 91er Baujahr, 250 auf die Uhr. Cool. Wüstenverrücktheit, ja? Sydney-Schätzchen? Ferrari F12. Ja, ist eine sehr neue Liebe, aber auch sehr schön. 991 Turbo, leistungsgesteigert von uns. Ja. Auch nicht schlecht. Nee. Lamborghini Aventador, der Klassiker. Allein das Foto, ey. Ist geil, oder? Mhm. Ja. Seid ihr bereit jetzt? Fürs nächste? Ja. Also, da bist du besser bereit für. Toyota Previa. Ach, hör auf. Weiß. Ich kann da schon mal eine Vorhersage machen. Wo ist denn der letzte Platz? Hier ist der letzte Platz. Okay. Können wir schon mal direkt tauschen? Ja. Bitte schön. Okay. Dann haben wir das schon geregelt. Dann zum nächsten. 458 Italia. Liberty Walk. Oh ja. Puh. Zu guter Letzt. Toyota Land Cruiser. 1000 PS. Sieht scheiße aus, fährt aber geil. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist geil. Also wir müssen eine Reihenfolge finden, die okay. Top 3 Autos. Also ich würde sagen, den letzten haben wir schon mal ganz klar festgelegt. Also 7. Platz liegt fest. Jetzt wird es schon schwer, weil die Autos sich aufteilen, einmal eine Mischung von super viel Leistung plus dramatische Optik und auch Leistung. Aber meistens sind diese ganz krassen Monster halt einfach so, dass sie unheimlich viel Spaß bringen, unheimlich viel Unterhaltung bringen. Ich würde einfach mal jetzt ganz frech sagen, er ist nicht böse gemeint, ich würde den F12 schon mal auf Platz 6. Oder auch. Weil guck mal sonst. Ist nur ein F12. So, okay. Schatzi. Und jetzt finde ich schon funky. Also, so, jetzt können wir ja Platz los, ne? Also nein, die Sache ist ja, also wenn ich jetzt mal alles im Ganzen, also alles zusammenlege, ist natürlich die zwei Jeeps quasi. Das war so halt Dubai pur. Den Aventador machen wir jetzt hier. Ja. Okay. Der Aventador geht weg? Der geht schon mal weg. So, jetzt haben wir noch 4 Autos übrig. Patriotismus muss man ja auch ein bisschen haben, ne? Bisschen. Und der war auch schnell und hat uns auch viel Spaß bereitet. Ja, hat er auch. Aber es ist halt so, wie die ganzen modernen Autos momentan sind, es passiert nicht. Bei den beiden Jeeps mit 1000 PS und 600 PS bist du ja nach einer Stunde immer noch am Geiern, kleine Junge. 2001er Toyota, 1991er Nissan und ihr legt einen Aventador und einen F12 und einen Porsche Turbo weg. Aber ich bereue es in keiner Sekunde. Aber das sind halt die wahren Kings of the Road hier. Und auf der Düne. Also haben wir jetzt oben stehen. Witziges Bild. Der Italiener eingekreist von den Japanern. Ja. Der Liberty Walk ist natürlich eine Erscheinung. Und der spiegelt so das alles finanzstarke gut. Dubai wieder. Ja, ja. Optisch geil, fährt geil, hört sich gut an. Cooler Besitzer, cooles Package. Ich würde sagen, wir machen es ganz, ganz untypisch. Der Liberty Walk kann ruhig auf die 1, weil er einfach das Dubai-Bild vervollständigt. Wir schieben ihn schon mal auf die 1. Ja. Und machen jetzt ganz, ganz untypisch noch mal eben 2, 3 aus. Ja. Und da würde ich sogar sagen, so wie sie liegen, kannst du mich auch liegen bleiben. Ja. Würde ich auch sagen. Ja. Ja? Ferrari 458 Liberty Walk. Ja, Platz 1. Platz 1. Nummer 2, der Land Cruiser mit 1000 PS. Sehr guter Platz 2. Und der Patrol auf Platz 2. Haben wir ein Ranking. So, ich würde sagen, wir müssen los, der Flieger geht nämlich gleich. Jo. Wird Zeit. Und auf geht's. So. Mega, mega geil. War nicht schlecht, oder? Ja, ich würde sagen, das war das erste Mal Dubai und das geilste Mal. Ja. Und nicht das letzte Mal Dubai war es vor allen Dingen. Nicht das letzte Mal. Ja. Vielen, vielen Dank. Kein Thema. Für alles. Gerne. Für wirklich alles. Kein Problem. Meister, war sehr geil. Kein Thema. Ich danke dir. Hab mich gefreut. War mir eine Ehre. Ehre. Ah, so lange und eins kann ich dir sagen. Wem in Deutschland noch mal zu kalt ist, komm ich die Tage noch mal rum. Tschüss. Kein Thema. Haut rein. Also, danke. Oh, ja. Du bist ein bisschen verwirrt durch die Hitze.